heute bin ich mal in meiner neuen Little Cozy Corner im Schlafzimmer und habe hier meinen, das habt ihr sicherlich schon auf Instagram gesehen, meinen Puffy von Hem. Der steht jetzt in meinem Schlafzimmer und irgendwie finde ich die Position ganz nice, weil ich kann so aus dem Fenster gucken, kann hier in Ruhe lesen. Aber ja, ja, willkommen zu meinem März-Vlog. Wow. Wie immer vergeht die Zeit viel zu schnell und irgendwie habe ich auch recht viel diesen Monat erlebt. Einmal war ich in der Philharmonie hier in Berlin, habe die tschechische Philharmonie gesehen. Das war für mich das erste Mal, was super spannend war. Und natürlich wurde wieder ganz schön viel gegessen diesen Monat, because why not? Ich glaube, es sollte eigentlich nur so einen Monatsvlog geben, wo ich eigentlich alles filme, was ich esse, weil es ist ganz schön viel. Und ich glaube aber, es könnte trotzdem sein, dass manche sich denken, ich esse anscheinend nur immer in den gleichen Restaurants und das Gleiche. Aber ja, but it's fun. Ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Ich habe auch einen riesen neuen Interior-Zuwachs bekommen. Das seht ihr aber später noch in dem Vlog, wenn ihr natürlich weiterschaut. Nämlich habe ich endlich einen Kleiderschrank. Da merkt man, man wird erwachsen. Ich freue mich unglaublich über diesen Kleiderschrank, weil das einfach auch mal Zeit wurde. Vor allem, wenn man nur schwarze Klamotten trägt und dann verstaubt alles und irgendwie ist das so unübersichtlich, wenn das so auf Stangen ist oder in irgendwelchen Kommoden, dann findet man genau das Teil nicht, was man sucht und ihr kennt das. Aber ich will euch nicht zu viel vorwegnehmen, weil das kommt später noch im Vlog. Und ja, ansonsten, was ist diesen Monat alles los gewesen? Ich war in Münster für eine Kooperation. Und das war ganz schön, einfach mal so auch andere deutsche Städte kennenzulernen. Wie ihr wisst, bin ich meistens auch einfach viel, viel weiter weg als jetzt so 3,5 Stunden mit der Bahn. Und Münster hat mich wirklich sehr, sehr überrascht. Ich war, also das war genau die Woche, wo es richtig schön wurde mit dem Frühlingswetter, langsam Blüten. Einfach alle Kirschbäume, alle Magnolienbäume und vor allem in Münster standen diese Magnolienbäume einfach so randomly überall in den Vorgärten, am Straßenrand und es war unglaublich schön. Ich habe mich da super gefreut. Ich glaube, ich habe so viele Bilder von Magnolienbäumen gemacht. Das ist ein bisschen crazy geworden. Und das Schöne war einfach auch zu sehen, okay, Münster ist zwar sehr klein, aber irgendwie empfand ich das so, auch die Altstadt ist super schön und dann trotzdem war es irgendwie hip mit irgendwelchen hippen Kaffeeröstereien. Und ihr wisst, da bin ich als Kaffeeliebhaber ganz vorne mit dabei, habe eigentlich fast jeden Kaffeespot, den man mir so empfohlen hat, ausprobiert. Und generell fand ich Münster schon echt, echt schön. Es tat einfach auch einfach gut, mal einfach überall hinlaufen zu können. Es waren sehr viele Fahrräder unterwegs. Münsteraner, ich bin schockiert. Das war, ich habe ja schon in Berlin vor Fahrradfahren Angst, aber dann, wenn man diese Ausmaße sieht, wie viele Fahrräder in dieser kleinen Stadt sind und wie sie alle fahren. Da kriegt man schon ein bisschen Angst. ja, ansonsten war das Essen unglaublich gut. Ich war mit Jana da und wir haben ganz viel Deutsch gegessen. Irgendwie aber gab es keine Lunchspots, die offen waren. Das war ein bisschen schwierig. Außer natürlich irgendwelche Fastfood-Ketten oder generell Ketten. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt in ein Restaurant gehen, was es eben auch in Berlin als Kette gibt. Und dann war ich halt in anderen Cafés oder so. Und da gab es halt meistens leider nur Sandwiches oder Avocado-Brote, was auch ganz lecker ist. Aber ich bin dann doch ein Typ, der gerne mittags warm isst.
genau, schon morgens warm ist, ab mittags warm ist und abends warm ist. Aber ja, sonst genau, das war super schön. Ich war letztes Jahr im September in Toulouse und war dann da zudem noch auf dem Canal du Midi, wo ich sozusagen ein Hausboot ausgeliehen habe und dann durch den Canal du Midi geschippert bin. Das war richtig, richtig toll. Das war für mich auch das allererste Mal auf einem Hausboot. Ich war irgendwie total überrascht, wie entschleunigend. Haben wir schon das erste Trendwort oder neben Avocado-Brot das zweite Trendwort? War das richtig schön, einfach mal auf diesem Hausboot zu sein und so durch den Kanal zu fahren und dann irgendwie bei den Schleusen zu stoppen und dann dann die kleinen Städtchen und Dörfer zu sehen, dann auch irgendwie die Boote zu sichern. Also auf dem Hausboot hat man halt bestimmte Aufgaben oder muss man halt bestimmte Sachen machen. Zum Beispiel, da gibt es jemanden, der gerne lenkt. Das war ich nicht. Das war mir ein bisschen zu langweilig, muss ich zugeben. Und meine Lieblingsaufgabe auf diesem Hausboot war eben, die Boote zu sichern mit an den Tauen und am Steg und dann halt eben, wenn man durch diese Schleusen geht, wo ich vorab nie wusste, wie das funktioniert, beziehungsweise dass es die überhaupt gibt, weil irgendwie ich bin in den Bergen aufgewachsen und ich habe da nicht so wirklich die Berührung zu irgendwelchen Kanälen, Flüssen, Wasser etc., außer halt irgendwelchen Seen vielleicht. Deswegen war das super spannend und ich habe dann irgendwie so ein bisschen meine Aufgabe gefunden, bin dann immer vom Boot gesprungen ans Ufer, habe dann die Taue zugeworfen bekommen, musste das Boot ans Ufer ziehen und habe sie an den Bollern da, ihr wisst schon, festgemacht und das war ganz cool, weil ich einfach so gemerkt habe, okay, ich will dann schon hands-on, ich will schon Action, will dabei sein. Natürlich hatte ich Handschuhe und dann das war ganz irgendwie ganz cool. Und die Beiträge sind jetzt auf meinem Blog online und das sieht man auch schon wirklich so. Das war so ein Spätsommer, das Licht war einfach wunderschön, die Fotos sind richtig, richtig gut rausgekommen. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, die Bilder zu bearbeiten und auch die Beiträge zu schreiben. Das ist einfach, ach, wunderschön. Falls ihr also noch nicht auf einem Hausboot wart oder am Canal du Midi oder in Toulouse, kann ich euch meine Beiträge empfehlen. Toulouse kommt noch, aber Canal du Midi ist schon komplett draußen und online. Ja, da könnt ihr mal ein bisschen vielleicht eine Sommer-, Frühjahr-, Herbst-Inspiration finden. Ansonsten gab es nicht wirklich viele Veränderungen. Ich habe einige meiner Bücher fertig gelesen, die liegen aber irgendwo rum. Und habe neue angefangen, aber ich glaube, ich warte erstmal, bis ich noch ein bisschen was gesammelt habe, damit ich die euch dann vorstellen kann. Eines wollte ich euch erzählen, nämlich, dass ich so unzufrieden bin mit meinen Haaren. Nicht, ja, okay, nicht so krass unzufrieden, aber einfach generell. Ich finde es toll, dass die Haare nicht so lang sind, dass sie viel leichter sind, dass ich sie auch viel einfacher jetzt dann auch pflegen kann, weil die einfach nicht so ultra lang, ultra schwer und dicht sind. Aber ich glaube, ich brauche was Neues. Und eigentlich wollte ich das erst im Sommer machen, aber ich glaube, es wird jetzt Zeit für ein Perm. Für die, die es nicht wissen, auf gut Deutsch heißt das einfach nur Dauerwelle. Ich weiß ja nicht, ob es da Unterschiede gibt, aber ich möchte mir eine Dauerwelle machen. Ich habe irgendwie Lust auf so diese Japanese, Korean Style, Hairstyles, die halt eben die ganzen Mädels dort haben. Und ich habe das schon öfters gesehen, auch auf Instagram oder auch in echt. Ich finde das irgendwie richtig cool und irgendwie. Vielleicht seht ihr das dann auch auf Instagram, wenn ich dann demnächst mal einen Termin bekommen sollte bei meinem Friseur des Vertrauens. Genau. Ich habe auch diesen Monat einige neue Restaurants ausprobiert, beziehungsweise auch neue Dinge in Restaurants, wo ich schon ab und zu mal war, aber eher
weniger bin als die, die natürlich bei mir im Kiez sind. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich einfach generell ein bisschen mehr Food entdecken möchte, ein bisschen auch nicht so faul bin, einfach mal in die S-Bahn oder in die U-Bahn zu steigen. Und habe dann endlich mal zum Beispiel das Otto probiert. Das Otto ist in Prenzlauer Berg, das ist auch gar nicht so weit weg von mir, aber die hatten immer so ein bisschen, ich weiß nicht, das war nicht so fußläufig. Super lecker, haben uns gleich ein Vino gegönnt zum Lunch. Und es gab Ziegen, Käse, Quiche mit Spinat, was auch sehr lecker war, obwohl ich Quiche eigentlich nicht so mag. Aber ich würde immer sagen, man mag die Dinge nicht, weil sie schlecht waren. Und wahrscheinlich hatte ich immer so nicht so leckere Quiche. Die war aber besonders lecker. Da war ich sehr überrascht. Und auch das Sauerteigbrot mit Butter. Lecker. Richtig, richtig lecker. Ja. Dann war ich noch im Cosimasu. Das ist ein taiwanesisches Restaurant in Wedding. Da war ich noch schon, natürlich schon öfters und habe da auch schon Reis mit Schweinefleisch gegessen, was eines meiner liebsten Gerichte ist. Mir ist der Name gerade nicht eingefallen. Es war ein Wochenende und es gab Taiwanese Brunch oder Breakfast. Und ich dachte, das wusste ich nicht, dass es nur das als sozusagen als Menü an dem Sonntag gab. Und es gab nämlich Congee. Super lecker, auch bekannt als Jiao im Vietnamesischen oder Juk im Kantonesischen. Und das ist einfach nur Reissuppe. Nur. Super Comfort Food, liebe ich. Etwas, was ich sehr selten zu Hause mache, aber ich esse es super gerne, wenn es. Wenn es kalt ist oder mal meine Cousine gemacht hat oder meine Eltern machen, ich esse das schon sehr gerne. Und die haben halt verschiedene Variationen bei dem Breakfast. Wir hatten das mit tausendjährigen Eiern und Sichuan Pfeffer Chiliöl so. Und ja, vielleicht die einen oder anderen kennen es oder findet, naja, ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, man kennt es, diese tausendjährigen Eier, die heißen nur tausendjährige Eier, keine Sorge, aber das sind einfach nur eingelegte Eier in Tee, also in gekocht, oder sind die roh? Ich glaube, die sind erstmal roh und die legt man in, ich weiß es nicht, ob die roh sind. Jedenfalls sind das Eier, die man halt einfach in, ganze Eier, die man in Tee einlegt und einfach so ein bisschen so wie, ja, pickelt, einlegt. Und die färben sich dann so ein bisschen dunkel, grün, schwarz. Sehen so ein bisschen, werden so, das Witzige ist, dieses Ei weiß, wird dann so ein bisschen durchsichtig. Es sieht schon sogar so Gelee-artig aus, aber es ist richtig lecker, weil man mit aus dem Ei dann auch noch diesen Teegeschmack schmeckt. Und das ist super lecker zu Congee einfach, weil es dann halt einfach diesen sehr neutralen Reissuppengeschmack dann noch so ein bisschen aufpeppt. Und ja, das war super lecker. Wir hatten auch noch Tee dazu, taiwanesischen Tee. Und es war so ein ganz schöner Sonntag, einfach mal bei einem richtig schönen sonnigen Wetter. Es aber noch ein bisschen frisch war, da kann ich ja mich erinnern, dass mir ein bisschen kalt war. Dann auch so ein bisschen spazieren zu gehen, auch in Wedding mal neue Ecken kennenzulernen. Und dann sind wir auch, glaube ich, von Wedding den ganzen Weg nach Prenzlauer Berg zurückgelaufen. Und ja, das war ganz schön. Welche neuen Restaurants habe ich noch probiert? Manchmal verliere ich schon den Überblick, wie oft ich eigentlich essen war, weil ich zähle das letztendlich nicht wirklich, weil dafür arbeite ich. Ja. Dafür arbeite ich, um einfach nur essen zu gehen. Und ich denke gerne an meine Hustle-Zeit in New York, als ich nichts verdient habe und in der Modeindustrie gearbeitet habe. Wie schlimm das für mich war, einfach nur Instant-Nudeln und Co. zu essen. Und jetzt denke ich mir so, oh, es tut schon gut, Geld zu verdienen und dann mal zu sagen, oh ja, jetzt gehe ich halt mal essen. Because why not? So viel Lebensfreude. Ja, ich glaube, das war's schon. Eigentlich gibt es,
Habe ich nicht wirklich super viel erlebt, würde ich mal sagen, außer eben meinen Ausflug nach Münster, meinen neuen Kleiderschrank und ja, der Frühling und den Frühling in Berlin. Endlich! Der ist sicherlich bei euch auch schon angekommen und wie gut tut das einfach nur? Genau, so. Dann wünsche ich euch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr genießt den Vlog. Wie immer freue ich mich über Feedback, über Fragen, wenn ihr irgendwas wissen wollen solltet. Ja, let me know in den Comments. Ich freue mich über ein Abo. Über ein Like, ein Herz und alles Mögliche. Und wir hören uns ganz bald. Viel Spaß! Vielen Dank. Keine Badewanne. Wie schön der Frühling ist da.
habe meinen Kleiderschrank bekommen und räume jetzt ein. Aber natürlich, bevor ich alles einräume, wollte ich alles entstauben. Weil wie ihr seht, war das eigentlich nur auf so Kleiderstangen. Und natürlich, wenn man schwarz trägt, dann wird immer alles ganz schön schnell staubig. Dann die ganzen Fusseln, auch bei schwarz. Ich meine, jetzt sieht man das. Okay, wow, it's dusty. Das sieht man halt super. Und jetzt wollte ich auch das ganze Pilling entfernen. Und mit den ganzen Bürsten und Co. kann ich das halt ganz gut machen. Es wurde Zeit, sagen wir mal so. Mit dem neuen Kleiderschrank erst recht. Juhu! So, ich wollte euch mal einfach mal ein Update geben. Es ist immer noch super chaotisch bei mir. Ich habe einfach irgendwelche Möbel rumgeschoben. Und wie ihr seht, steht auch so die Leiter. Aber ich komme natürlich nicht oben hin. Einfach so ein bisschen rum. Aber es ist schon mal etwas besser geworden. Und ordentlicher. Was ist mit der Kamera los? Es ist definitiv noch super chaotisch hier. Steht halt überall alles rum, alles, was ich ausgemistet habe. Ja, aber wie toll ist dieses Weitwinkelobjektiv von dem iPhone? Wow! Naja, jedenfalls bin ich gerade immer noch am Ausmisten. Irgendwie so Wochen, nachdem ich meinen neuen Kleiderschrank bekommen habe. Aber ich freue mich schon, wenn das jetzt endlich mal alles drin ist und ich euch zeigen kann, wie ich das geordnet habe. Oh, jetzt habe ich meinen Schuh verloren. So, ich musste mich hier durch diese Ecke quetschen. Hallo, ich bin's mal wieder. Und wie ihr nicht übersehen könnt, geht es jetzt heute um meinen Kleiderschrank. Wie cool ist das? Wie riesig ist der? Zur Referenz, ich bin nur 1,58. Von daher schätze ich, kommt der mal extra riesig rüber und der ist eigentlich auch sehr groß. Und ja, den habe ich vor einigen Wochen geliefert bekommen. Die Handwerker haben den aufgebaut. Puh, also hätte ich das jetzt sowieso nicht machen können. Und es hat, ich glaube, die waren zu zweit und die haben ungelogen 8 bis 9 Stunden gebraucht, die Armen. Und das haben sie selber auch unterschätzt. Und einer der Handwerker hat auch gemeint, das ist der größte Schrank, den sie je aufgebaut haben. Und war ganz stolz drauf und hat gefragt, ob er nicht ein Foto davon machen kann. Und sogar ich war auch schon, ich habe meine Eltern angerufen, habe meine Schwestern angerufen. Die waren alle so, okay, what the fuck? Aber wirklich, what the fuck? Ja, ich habe leider vergessen, mein Schlafzimmer, also der steht im Schlafzimmer. Hier sieht man so ein bisschen mein Bett. Ich habe so vergessen zu zeigen, wie es davor aussah, aber vielleicht erkennt ihr das noch so ein bisschen aus Stories und Co. Es waren einfach ganz normale IKEA, die günstigen Kleiderständer. Und da habe ich halt einfach alles aufgehängt und hatte dann noch eine Kommode, wo dann halt eben Schlafzeug, Bettwäsche und Co. drinnen waren. Das hat mich einfach irgendwann einfach genervt, weil wenn man nur schwarz trägt und dann noch in einem Berliner Altbau wohnt, dann staubt alles oder auch generell staubt einfach alles unglaublich schnell und dann noch mit schwarz. Not fun. Not cute. No fun at all. Deswegen wurde es jetzt endlich mal Zeit, dass ich halt eben einen Kleiderschrank mir besorge. Und dafür habe ich mit Tilko zusammengearbeitet und den mir selber konfiguriert. Die Farbe ist super schön. Also es gibt es, glaube ich, auch noch in 2 anderen Farben, nämlich in Weiß und in Schwarz. Aber da ich das nicht will, ich mag es nicht, dass in meinem Schlafzimmer es dann zu dunkel ist, vom Interior her. Und da mag ich es lieber ja beige und weiß und sehr ruhig. Und dadurch, dass der Kleiderschrank natürlich auch geschlossen ist, sehe ich einfach auch die ganzen Klamotten nicht mehr und bin einfach nur ein bisschen, ja, im Zimmer schlafe ich nur, da ist Ruhe, da ist nicht viel Zeug, auch wenn hier noch so ein bisschen. Das sieht man, glaube ich, nicht, aber hier so ein bisschen etwas rumsteht. Da dachte ich, wenigstens sind die Klamotten verstaut und wir stauben nicht. Genau, und der Schrank ist in so einem, ich glaube, er heißt Soft Beige. Irgendwas mit Beige. Jedenfalls irgendwas mit Beige. Und genau, und das Tolle an dem Kleiderschrank ist, dass man den halt natürlich auch konfigurieren
kann. Und da ist natürlich Berliner Alba ist, habe ich mir gedacht, so bis zur Decke wäre super. Ich glaube, da ist auch kaum ein Aufpreis mit drauf, soviel ich weiß. Und der Kleiderschrank ist so 3,20 Meter lang, 3,40 Meter hoch. Oh, das ist schon ein Brocken. Der Handwerker hat auch gemeint, das sind 600 Kilo. Und glücklicherweise hat er den, natürlich hat er den an die Wand montiert, weil wenn mein Bett direkt gegenüber ist, will ich mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn eventuell das Bett, wenn der Schrank. Wir wollen nicht darüber nachdenken. So, wo fange ich an? Ich glaube, ich fange einfach mal auf dieser Seite an. Also ich habe dann natürlich die ganzen Einheiten auch selber konfiguriert mit Schubladen, wo die Schubladen sein sollen, welche Stangen etc., Aufteilungen. Ja, hier habe ich erstmal vorab einfach ein paar Pullis verstaut und ich fand es ganz cool, dass es halt so Schubladen für innen gibt. Da habe ich dann halt von Socken bis Schmuck, Parfums, Accessoires, alles hier drinnen. Unten, und das Tolle ist, ach, das zeige ich euch da, aber das sieht man, hoffentlich auch, da ist gerade ein bisschen zu viel drinnen. Da habe ich einfach meine Pyjamas, Jogginghosen, einfach alles so was cozy ist. Und das Tolle ist, ja, ich kann den einfach zumachen, ohne dass er viel Geräusche macht. Ich glaube auch, ja, da gehen wir jetzt mal weiter. Meine liebste Ecke, mein liebster Teil des Kleiderschranks ist, glaube ich, schon das hier. Ich hoffe, das sieht man mit dem Licht, weil auch das Fenster erst auf der linken, also auf der linken Seite ist. Ja, meine Blazer und Anzüge. Witzigerweise kennt man das eigentlich nur so von Filmen wie Sex in the City, wo dann Mr. B. Sein Kleiderschrank hat und Carrie auf der anderen Seite alle ihre Kleider und ich bin Mr. Big, ohne die Skandale. Ja, hier habe ich alle meine Blazer aufgehängt nach Farben. Ich bin ganz happy darüber, weil ich bin ein großer Fan einfach von Blazern, ihr wisst das, ihr wisst das. Und ja, das ist einer meiner neuesten, den hatte ich noch nicht an und habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Bald, wenn jetzt halt. Premiere, wow. Genau. Und da auch Blazer einfach viel Platz braucht, ich möchte nicht, dass sie so gequetscht sind, habe ich mich dafür entschieden. Einfach, was ist denn hier mit meinem Outfit los? Naja, ich hoffe, das sieht einigermaßen aus. Ja, habe ich dafür mich entschieden, einfach zwei Stangen reinzumachen. Einmal für die Blazer und dann die. Dann sehr viel Hemden, vier dünne Jacken, Pullis, die man aufhängen kann. Einfach generell Oberteile, die nicht zu lang sind. Und ich habe extra meine Kleiderstangen davor und alle Teile so ein bisschen ausgemessen, um zu gucken, okay, wird das alles nachhinein reinpassen? Wird das alles auch von der Länge her passen? Und das fand ich ganz cool, dass man das dann auch so, dass man da auch sagen kann, okay, ich will jetzt da zwei Stangen drin. Und ja. Ah. Habe ich noch vergessen zu sagen, es ist ein rosa drinnen. Ich glaube, die nennen es Antique Pink auf der Webseite. Und irgendwie fand ich das ganz cool. Also, es gibt es natürlich auch in der gleichen Farbe, also auch in so diesem Soft Beige innen. Ich fand es aber irgendwie ganz cool mit meinen vor allem schwarzen Sachen und Klamotten, dass es halt so einen kleinen Touch of Color gibt. Und ich bin dann doch ein bisschen verspielter, muss ich sagen. Und ja, deswegen ist Antique Pink auch eine schöne Farbe für einen All-Black-Kleiderschrank, wie man sieht. Hier habe ich vor allem Hosen, wie man sieht. Und das ist das Praktische jetzt. Ich tue halt sehr gerne die Hosen aufhängen. Einfach so kann ich die halt besser sehen. Ich habe eigentlich kaum Jeans oder Hosen. Also es gibt Hosen, die ich falten kann, aber die meisten Hosen, die ich halt super gerne trage, sind Anzughosen, Seidenhosen, Stoffhosen mit Pleats und der vorderen Naht. Und die sind einfach viel schöner, beziehungsweise die knittern dann nicht so unschön, wenn die hängen. Deswegen habe ich mir jetzt ganz neue Bügel auch gekauft. Und zeige sie euch mal. Natürlich in All Black. Und da habe ich zum Beispiel, damit es einfach schön einheitlich ist,
Ich habe auch hier so gesehen, ja, ich habe noch so alte Hosenbügel gehabt, die möchte ich gerne austauschen, weil die finde ich eigentlich auch super. Da muss ich sagen, die sind aus Plastik und eigentlich wollte ich welche aus Holz, weil einfach auch das, der Touch einfach viel schöner ist, wenn die Bügel aus Holz sind. Das hat so ein bisschen Hochwertigkeit. Aber als ich die hier gefunden habe, muss ich sagen, war ich super überrascht von der Quali. Und da sie komplett in All Black sind, ist das halt auch nochmal ein ganz nicer Touch. Und die sind nicht so teuer. Von daher, why not? Genau. So, dann habe ich hier halt ein paar viele Hosen, also eigentlich so meine liebsten Hosen, die ganz langen, einige Oberteile, Kleider, längere Jacken, leichte Mäntel, wie zum Beispiel den hier, kennt ihr sicherlich, von Homme Plissé, Issey Miyake. Das sind so einfach so generell leichte Trenchcoats, die ich im Frühling, Frühjahr anziehen kann oder wenn es nicht so kalt ist oder immer noch ein bisschen frisch ist. Genau. So. Muss man den Schuh ein bisschen zur Seite tun. Das finde ich halt auch toll. Für jemanden, der halt wirklich manchmal gerne mal die Sachen mit Schwung zumacht, ist das halt auch so ein Ding. So, hier habe ich eigentlich so am meisten den Rest meiner Hosen, die ich eben falten kann. Ein paar Pullis und ein paar Sachen da, wo ich noch nicht weiß, wohin sie gehören. Also habe ich sie da einfach erstmal so ein bisschen gestapelt. Und natürlich habe ich hier alle meine T-Shirts. Irgendwie gefühlt habe ich weiß nicht, wie viele schwarze T-Shirts ich habe, obwohl ich sie auch schon zum Teil aussortiert habe, sind es immer noch ganz schön viele. T-Shirts, Tops, Sachen, die ich nicht aufhängen kann oder nicht aufhängen will, weil T-Shirt, I don't know, zu viel Platz habe ich dann auch nicht. Genau. Einfach hier drinnen. Und dann noch zur letzten Ecke. Auch so ein bisschen eigentlich so ein kleiner, so auch so eine schöne, also eigentlich generell, da merkt man, Sternzeichen Virgo kommt durch und da bin ich, habe ich schon gerne mein eigenes System. Und das war mir halt auch ganz wichtig, dass ich ein Segment habe, das halt komplett für lange Mäntel, Kleider und Co. ist. Dann gibt es halt eben diese Ecke. Und ich glaube, ich hätte sogar eine Schublade, hätte ich eventuell sogar noch reinmachen können. Ich weiß gar nicht, ob es das als Option gibt, aber praktisch ist, ich habe jetzt alle meine Taschen, oder nicht alle, sondern ein paar meiner Taschen, meine Liebsten, habe ich jetzt hier unten. Ansonsten hat es hier auch wirklich, wie ihr seht, super viel Platz für die ganz langen Kleider. Wie ich zum Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch daran, ich habe das zu einer Hochzeit von einer Freundin getragen, letztes Jahr im Sommer. Das Matela-Kleid immer noch eines meiner Liebsten, wirklich. Und es ist halt viel zu schade, das irgendwie so, ich meine, zu falten. Und natürlich sieht es halt besser aus, wenn man es hängt. Und ja, das war mir wichtig. Das habe ich auch, ich glaube, ich habe das längste Kleid, was ich besitze, erstmal ausgemessen. Den längsten Mantel ausgemessen und geschaut, ob das dann auch wirklich letztendlich passt. Und hier teilen sich die Kleider, lange Jacken, sehr lange Hemden und Mäntel den Platz. Ja, das ihr kennt es sicherlich auch. Das hatte ich, glaube ich, auch im Vlog gezeigt. Meine Rick Owens Weste, mein allererstes Rick Owens Teil. Genau. Und genau, das sind halt einfach Teile. Ich meine, ich bin, wie gesagt, klein. Bei anderen Leuten ist das viel kürzer. Bei mir ist das halt einfach so der ganze Körper. Deswegen finde ich das ganz schön, wenn es einfach ja, Platz hat und nicht unten irgendwie abknickt oder sowas. Genau. So, das ist ungefähr so die Ordnung. Die Ordnung, die ich hier drin habe. Und ihr wollt sicherlich wissen, was hier oben ist. Ich kann euch nicht alles zeigen, weil es nicht so spannend ist, beziehungsweise es gibt, glaube ich, noch ein Segment ist leer. Aber fangen wir mal hier Da es praktisch ist, wenn man halt keinen Keller hat oder eine Abstellkammer oder die Abstellkammer, wie in meinem Fall, sehr voll ist, fand ich das einfach praktisch, nochmal zusätzlich diesen riesigen Schrank zu haben. Und ja, ich komme da nicht immer ran, wie ihr seht. Ich bin da schon
Das ist schon ein Stück. Aber dafür habe ich halt den Hocker da und zur Not hole ich die Leiter raus und deswegen sind hier oben nur Sachen, die ich sehr selten rausnehme. Wie zum Beispiel hier die ganzen Koffer, wenn ich auf Reisen bin. Wie gesagt, momentan ist das eh sehr wenig. Aber so der Handkoffer und der mittlere für ein längeres Wochenende sind immer erreichbar. Kann ich einfach auch mit dem Hocker hoch und das dann runterziehen. Der ganz oben ist der allergrößte Koffer oder irgendwelche Rucksäcke, die ich für wirklich sehr, keine Ahnung, so oft gehe ich auch nicht wandern. Also sind die ganz oben. Genau. Da musste ich halt auch einfach noch gucken, bevor ich das alles voll mache, wie ich das natürlich aufteile, weil ich wollte auch nicht alles dann direkt immer, manchmal bin ich dann immer schon so, upsie, hab aber auch ein bisschen Bauch gesehen. Censored. Vorsicht, Kinder. Jedenfalls bin ich halt auch gerne so ein Mensch, ich werde dann halt immer super euphorisch, will dann alles auf einmal machen und denke dann halt nicht wirklich nach, sondern gehe dann halt einfach nach Gefühl und dann passiert es gerne mal, dass ich einfach die Sachen schon mal reintue und mir denke, ah, war vielleicht eine schlechte Idee, dann muss ich alles wieder rausnehmen. Wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen oder in den Armen, bei mir jedenfalls. Und ja, so, hier im nächsten Teil habe ich ganz oben Activewear. ich habe auch diese Box, die ich auch von Ikea habe, Activewear genannt. Das ist also wirklich, das sind drinnen, keine Ahnung, Regenmäntel, meine Yogamatte, die ich schon seit sehr langer Zeit nicht mehr rausgenommen habe. Was ist denn da noch drin? Wandersachen oder auch Outdoor-Sachen habe ich auch mit da drinnen, ganz oben. So wirklich, wo ich sage, einmal im Jahr nehme ich die raus, wenn ich zum Beispiel vielleicht Skifahren gehe oder wo auch immer wandern gehe und weiß, ja okay, jetzt muss ich jetzt wieder meinen Wintermantel, den dicksten Wintermantel und Co. rausholen. Ja, dann weiß ich, wo die sind und die sind schön geordnet und das muss ich halt eben nur einmal im Jahr machen, deswegen sind sie auch ganz oben, was sehr, sehr praktisch ist. Ich habe früher die Sachen auch vakuumiert, weil die unter meinem Bett lagen, aber jetzt, da ich und ich nicht wollte, dass irgendwelche Viecher reinkommen, ihr wisst das ja, immer auch der ganze Staub, und jetzt durch den Schrank muss ich mir halt da nicht wirklich viel Sorgen machen, weil der einfach abgeschlossen ist und dann eher noch zusätzlich und die Sachen nochmal zusätzlich in so einem Bettkastenbox, Dingilingi, kleiner Box sind. Genau. Ja. Ja, und dann hier im Griffweite ist dann halt das aufblasbare Gästebett, was ich habe, wenn Familie, Freunde zu Besuch kommen. Und dann natürlich auch die Gästebettlaken, noch eine extra Decke und etc. Einfach so in Griffweite. Genau. So, hier ist, glaube ich, das, was ich noch nicht befüllt habe. Ich habe einen unglaublich coolen Kasten bekommen von Muji. Und der ist auch aus Karton. Den kann man so rausziehen. Ich zeige das euch mal. Wenn ich hier mit meinem kleinen Hocker kann man dann so rausziehen und dann ist er auch fest einfach, weil der ganz aus einem recht dicken Karton ist. Da wusste ich noch nicht, was ich da rein tue, ob ich den jetzt doch noch ein bisschen weiter hoch versetze. Das muss ich noch schauen. Ja, aber da ist es recht leer. Ganz oben habe ich Wanderschuhe, Winterschuhe, also wirklich wieder Active Outdoor Wear. Wenn ich dann doch mal in die Berge oder nach Lappland fahre. Und das sind halt so Schuhe, die ich auch wirklich hier in Berlin nicht verwende, weil zu viel Schnee gibt es hier in Berlin nicht und keine Berge auch zu bezwingen. Von daher habe ich ganz gut Platz da oben. Dann gibt es noch das letzte Teil hier. Das ist, wie ihr seht, irgendwelche Ordner, keine Ahnung, Steuerordner und so Papierkram und dann auch noch Handtücher und Bettlaken. That's it. Nichts Spannendes, aber deswegen sind die ja auch ganz oben. Einfach nur, ja, weil ich Platz habe.
bin richtig happy eigentlich auch, dass das einfach, das macht halt einfach auch viel mehr Spaß, wenn die Sachen so. Oh. Oh. Okay, den habe ich wohl nicht richtig zugemacht. So, genau. Ja, jedenfalls ist es richtig schön. Ich bin richtig happy über den Kleiderschrank. Einfach weil ja, es endlich richtig schön Ordnung ist. Muss ich hier, das seht ihr nicht auf der Kamera, hier in den Ecken so ein bisschen auch noch aufräumen und dann mal so ein bisschen das gemütlicher machen. Ich will wirklich, dass das eigentlich alles weg ist. Ich will eigentlich nur ein Bett drin haben, einen Sessel, ein Licht, meine Bücher, Kleiderschrank und fertig ist. Dann ist es auch einfach ein bisschen angenehmer. Ich mache eigentlich auch nichts anderes. Also es gibt ja Leute, die verbringen sehr gerne viel Zeit auch im Schlafzimmer oder beziehungsweise wenn sie mit meinem Mann natürlich nur eine Einzimmerwohnung hat, dann macht man alles in einem Zimmer. Ich bin da ganz happy, dass ich das trennen kann und mein Schlafzimmer nur zum Schlafen ist. Und genau. Und das ist mir dann immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ist mir zu viel. Viel zu viel, wenn dann Regale voll stehen und Co. Und da muss ich dann noch ein bisschen ausmisten. Ja, das war meine Schranktour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weiter geht's mit dem Vlog. Oder vielleicht ist es auch das Ende vom Vlog. Ich weiß nicht, das sehe ich erst beim Schneiden. Genau. Gebt doch gerne Bescheid, ob ihr Tipps habt für das Ordnen, ob es irgendetwas gibt, wo ihr sagt, das würde euch interessieren oder viel genauer interessieren oder ihr möchtet mal Mäuschen spielen in meinem Kleiderschrank. Ich freue mich, wie ihr auf euer Feedback. Gebt doch mal Bescheid, wie ihr es findet und ja.